So, ich darf jetzt hier bei mir begrüßen Christian Jung, Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Bretten. Herr Jung, laut aktueller polizeilicher Kriminalstatistik haben wir ein 10-Jahres-Hoch. Wo sehen Sie die Ursachen und welchen Anteil haben aus Ihrer Sicht Landesregierung und Innenminister? Das Problem ist immer in diesem Falle, dass wir es hier nur mit dem Hellfeld zu tun haben. Also das sind die Dinge, die tatsächlich erfasst worden sind. Was immer ganz interessant ist, auch in der Kriminologie, das Dunkelfeld. Wie hoch sind die Fälle, die gar nicht bekannt sind? Und wir gehen davon aus, dass dieses Dunkelfeld auch in den letzten Jahren auch nochmal deutlich stärker geworden ist. Das heißt, was muss man machen? Man braucht einfach eine funktionsfähige Polizei. Man braucht auch motivierte Polizistinnen und Polizisten. Und da gibt es ja auch das, was die Polizeigewerkschaften immer sagen, sehr viele Fragezeichen hier in Baden-Württemberg. Auch zum Beispiel in der Region Karlsruhe, in meinem Wahlkreis. Wir haben ja sehr viel Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Und man muss einfach feststellen, dass auch vor allem die jungen Polizistinnen und Polizisten, dass die besser ausgerüstet werden müssen als bisher. Genau, jetzt ist es ja so, der Innenminister wird nicht müde zu betonen, dass wir hier quasi gemeinsam mit Bayern im sichersten Land wohnen. Kein Argument? Der Innenminister Thomas Strubbel von der CDU ist, wie ich immer sage, ein Schauspieler der Macht, der sehr wenig hinbekommt. Und er hat auch oft das Problem, dass er Sachen sagt oder auch Probleme versucht wegzulächeln. Ich glaube, man muss die Probleme, die es hier gibt, auch bei den Zuwachszahlen der Kriminalität in allen Bereichen außer der Rauschgiftkriminalität, die darf man nicht weglächeln, sondern wir müssen das thematisieren. Und man muss zum Beispiel auch thematisieren, dass es natürlich auch viele Tatverdächtige gibt, auch verurteilte Personen, die keinen deutschen Pass haben. Genau, vielleicht wenn wir noch mal ganz kurz zu dieser, zum einen zu dem Punkt kommen mit dem Dunkelfeld. Also Herr Strobel hat ja erklärt, es gibt diese Untersuchung, die wohl nicht vollends ausgewertet ist. Und zum anderen wird ja allgemein auch bundesweit die Bundesstatistik. Es gibt eine heftige Debatte, was diese Aussagekraft angeht, dieser polizeilichen Statistiken. Kritiker bemängeln, es würden in erster Linie eben Ressentiments auch angetriggert, wenn es um Ausländerkriminalität geht. Wie sehen Sie es? Macht das überhaupt Sinn, bei Verbrechen zwischen Deutschen und Ausländern zu unterscheiden? Ja klar, sollte man da unterscheiden, weil die Frage ist ja, wenn man viele zum Beispiel Personen im Land hat, die Straftaten begehen, die aber hier eigentlich gar kein Aufenthaltsrecht haben, auch kein Asylverfahren durchstehen werden, natürlich schon die Frage, wie man da vorgeht. Und ich kann das auch nur wiederum auch vor allem für die Region Karlsruhe sagen, wenn wir hier Leute haben, die zum Beispiel im Betäubungsmittelbereich bei Rauschgiften im Handel unterwegs sind, dann ist es natürlich schon wichtig, dass diese Leute dann abgeschoben werden und nicht jemand, der sich gut integriert hat, der eine Arbeitsplätze hat, der eine Ausbildung angefangen hat, der einen Deutschkurs bestanden hat und der dann morgens vom Land Baden-Württemberg um 4.30 Uhr abgeholt wird und abgeschoben wird. Ja. Jetzt haben Sie das Abschieben schon angesprochen. Auch Nancy Faeser spricht ja jetzt von einer Null-Toleranz-Politik. Aber wenn wir jetzt auf Deutschland ganz allgemein blicken, hinsichtlich Bürokratie und europäischem Rechtsstaat, ist das überhaupt realistisch, mehr und schneller abzuschieben? Also man muss die Infrastruktur für regelgesetzlich konforme Abschiebungen einfach verbessern. Und da hat ja die Bundesregierung auch verschiedene Entscheidungen getroffen, dass das möglich ist. Man muss aber auch hier im Land konsequent sein und auch Abschiebungen dann vornehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch weiterhin Straftaten aufklärt und dass man auch ganz klar sagt, wer hier in Deutschland Straftaten begeht, aber hier als Asylsuchender oder Flüchtling ist, der muss abgeschoben werden. Weil wenn Sie so ein Thema nicht lösen,
dann werden sie auch für die Demokratie immer wieder unnötige Probleme haben, weil natürlich Extremisten solche ungelösten Probleme immer versuchen, dann zum Thema zu machen. Und das sollte man nicht zulassen im Rechtsstaat. Und wer hier Straftaten begeht und dann versucht trotzdem hier zu bleiben, der sollte da keine Chance dazu haben, weil wir brauchen Leute, die versuchen, sich zu integrieren, die im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, die versuchen, hier einen guten Job zu machen. Wir brauchen aber keine Leute, die straffällig werden. Herr Jung, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.